So, hallo Leute, und jetzt wieder zu Anno. Ja. Mit Egg Trip. 2070 ist wieder genau da. Genau. Und ich schnapp mir jetzt mal hier oben die Insel, bevor es irgendjemand anders macht. Welche? Die große? Die ganz große oben. Die große mit der beschädigten Atomrakete. Ja, genau. Mit dem Atomreaktor. Mit dem Reaktor da. Ah, weil da noch ein Fluss ist. Jetzt Gold und Sand. Oh, hier kann man auch so ein Kraftwerk bauen. Ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Ja, so ein Staudamm-Ding. Und hier oben gibt's echt Uran auf der kleinen Insel. Stark. Da? Ah, Vadim Sokov, er begrüßt mich. Das finde ich gut. Nichts anfassen! So, ich will nochmal gucken, ob ich nochmal einen Auftrag anfangen kann, ja. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität ein Schiff zu kapern, bitte was? Egg-Trip ist eine Erfolgerung, ein freundliches Wort öffnet Tür und Tor. Nutzen ich soll Sie ein einfach. Schiff kapern? Bitte, was für ein Schiff soll ich kapern? Sie interessieren sich für die Global Trust Flotte? So ein Enter-Kommando erst an Bord nehmen. Am Konto von dem Auftraggeber. Okay. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich mich gleich mal bereit machen. Mal sehen, ob ich mit zwei Schiffen da so weit bin, um ihn da, ja, ist eigentlich Sturm zu bieten. Dann. Eigentlich einfach, muss bloß die Eskorte zerschießen und dann kannst du das andere eigentlich entern. Oh, okay. Na oh, gut, das hat man dann ja irgendwie machen kann. Mal schauen. So. Und mein Geld hat sich auch verbessert. Haha, ich bin jetzt nur noch bei minus 10. Das ist gut. Das geht jetzt ein bisschen besser. So. Dann baue ich hier nochmal ein bisschen Straße dran. So, neue Handelsroute. So, Sand. Bauen. Und dann hier rüber. Tier 1 ist da. Helios, ach, das kann so bleiben, das ist ein cooler Name. Helios. Ja. Helios, erinnert mich an Helios. So. Ein paar schöne Gebäude bauen hier. So, das soll die Orca übernehmen. Ihre dann habe ich jetzt wieder Sand. Und sind für die ohne Firma Krieg. Unverzichtbar. So, Rufus Zorn, der möchte jetzt gerne. Ja, ja, ja. So, meine Leute sind relativ zufrieden, aber ein bisschen mehr Fast Food und ein bisschen mehr Plastik. Tut es aber hier. Ja, ab und zu, ja. Weil auch wenn man so Gebäude baut, sind die ab und zu ein bisschen später. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. So, wo ist denn jetzt das Schiff, das wir kapern sollen? So. Ach, da unten. Okay, auf geht's, Freunde. Wir greifen uns an. Ja, genau. Muss erst einfach die Eskorte zerschießen und dann das Schiff kapern. Ist eigentlich einfach. Oh, die meistens fahren sogar, glaube ich, fast direkt bei mir wieder vorbei. Mit mein Schiffchen sollte lieber hier rumfahren, weil ich glaube, die wollen auch hier rum. So. Mhm. Ich bin mal gespannt, wo die hin wollen. Ach, noch die Eskorte ist schon abgedreht. Abgedriftet. Aurelia. Aurelia. Achso, die Stadt heißt hier Aurelia. Na ja, gut. Aurelia, was kommt denn da für ein Schiff zu mir? Achso. Achtung, ja. Produktionsstillstand. Ach, Produktionsstillstand. Nix da. Können wir nochmal die Stadt umlegen, ne? So. Goldbach, ganz kreativ. So, und da geht's schon rund. Oh, jetzt werden wir geschossen hier. Niemals werden wir uns vernichten. So, wer kümmert sich schon mal darum? Das andere Schiff düst hier ganz gemütlich weiter. Ja, das wird jetzt aber hier eine Abkürzung nehmen. Oh, ein U-Boot fährt auch vorbei. Eins von Bartok. Aber ein unbewaffnetes. Kein Kriegs-U-Boot. So. Ja.
Schwertfisch hat es gleich geschafft. Das Schiff vernichtet. Bum, bum. Ja, der kommt nicht weit, glaube ich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Puff. Oh oh, untergegangen. Wir sind ja so brutal. So, mit zwei Schiffen sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich guck mir das jetzt mal hier so an, wie es versinkt. Unter Wasser. Schön aus. Wie es unter Wasser versinkt. Es versinkt immer. Oh, jetzt habe ich eine Bilanz von plus 68. Jetzt geht's aber rund hier. Was ist denn hier? Ah, jetzt nur, weil ich mal so viel Geld jetzt investiere. Das Schiff darfst du jetzt aber nicht versenken, das andere. Ach so, darf ich nicht? Wie kann ich das denn kapern dann? Mit diesem Item, das du jetzt an Bord hast. Okay. Du musst erst das anklicken und dann irgendwie das Schiff oder so. Okay, dann lassen wir das mal mit dem Versenken. Das ist nicht gut, dann verlierst du Einfluss. Ah. Bei deinem Auftraggeber. Weil das findet er dann nicht so geil. Mhm. So, der entert das jetzt gerade. Erfolgschance sehr hoch. Routine ist Übernahmekommando. Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Passiert erstmal gar nichts, stehen die nur nebeneinander. Und da kommen Kriegsschiffe von Sokos. Die fahren einfach durch. Die fahren einfach da durch, okay. Gut, von mir aus. Irgendwie passiert jetzt gar nichts, die stehen einfach nur rum. Ja, das ist das Entern. Ja. Das ist sehr spektakulär. Und da passiert dann erstmal nichts. Na gut, passiert erstmal nichts. So. Nach einer Weile müsstest du es dann eigentlich geentert haben. Eigentlich ja, ne? Ja, das dauert immer ein bisschen. So. Ich baue jetzt hier mal eine Mine. Ich brauche eigentlich nicht schon wieder eine Eisenmine, ne? Aber. So. Die Firma ist äußerst zufrieden mit Ihnen. Natürlich. Die Firma ist wieder sehr zufrieden mit mir. Das ist schön. Das finde ich gut, dass die Firma sehr zufrieden ist. Langsam hast du den Barracuda-Stil drauf. Ist immer noch ein Feind. Hector. Oh, Hector ist sehr beeindruckt, wie erfolgreich ich beim Entern war. Sehr okay. Geil. Plus 15. Ja, super. Finde ich gut. Wollen wir auch mal einen Auftrag hier? Also, das heißt, mit Hector können die eigentlich einen schon Augenblick. Fast Freundschaft schließen. Schließ dich am Elend der Verachteten beiden. Ja, kann man machen. Mhm. Dann anfangen. Kann ich ihn dann auch fragen, ob er mich irgendwie, ja, aber irgendwie irgendwelche Leute für mich angreift? An, wer da kommt. Ich glaube ja. Ich glaube, das ging. Super. Das wäre auch super. Bist du startklar für diesen Auftrag? 6 Tonnen Gemüse soll ich liefern. Na, gucken wir mal, ob wir das hier zusammenkriegen. So. Ich denke hier Gemüse. Ah, immerhin ein bisschen was ist da. Weil Hector wird definitiv noch angegriffen von mir. Definitiv. Der hockt da so rum, das gefällt mir nicht. Ah, ich wollte noch dieses tolle Statistikgebäude irgendwann mal bauen. Dafür habe ich aber kein Geld. Ich brauche auch schon wieder neue Wohnhäuser, weil das Geld wird auch schon wieder so wenig. Ich habe gar nichts gebaut. Warum wird das Geld schon wieder so wenig? Ich musste meine mal aufsteigen lassen hier. Das ist mal gut. Wenn ich die Steuern in den grünen Bereich setze, bin ich bloß noch bei plus 200. Ja? Hm. Oh, nicht so schön. Das ist aber auch ganz schön. Oh Gott, ich habe hier auch noch beim ersten Stadtzentrum auch noch so viel Platz für Wohnhäuser. Ich kann hier noch jede Menge hier reinpflastern. So. So. Ich glaube, ich brauche auch noch vielleicht hier noch eine Runde Fische. Wie sieht es mit dem Fischlager aus? Obwohl, das geht steil bergauf. Das ist nicht so dramatisch. Ich glaube, da muss ich lieber mich um Tee noch kümmern, wenn. Lieber noch ein wenig Tee anbauen. Ich möchte mal so richtig schön hier so einen Flugplatz oder so, aber irgendwie. Na, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe auch das Gefühl. Du brauchst erstmal die Text. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich auf die nächste Stufe kommen soll. Weil, Nahrung ist irgendwie Sushi und so. Ist das nicht herrlich hier? Das Leben kann so schön sein. Natürlich nicht so gut. Läuft man nicht so. Weil mit Sushi sind die sehr unterversorgt. Oder Biokost, wie es heißt. Ich habe jetzt schon wieder ein Ultimatum. Hector droht mit Krieg, wenn sie nicht 8000 Credits zahlen. Das ist ja irgendwie aber echt ein bisschen bitter, ne? Irgendwie drohen sie immer dir mit dem Krieg. Ach, Hector. Naja, ich bin ein bisschen von dem weg und das ist bloß ein Pirat. Das wird schon gut gehen. Ja. 8000 Credits kann er vergessen. Der macht nichts, ne? Der tut schon nichts. Eine halbe Stunde habe ich ja noch Zeit, um mir eine kleine Flotte aufzubauen. Irgendwas zu überlegen, ne, was du ihm entgegensetzen kannst. Ja. Meine Häfen. Achtung, Produktionsstillstand. Habe ich gesichert hier zumindest. An meiner Hauptinsel, an meinem Haupthafen sind 3 Geschütztürme und an meinem kleineren Hafen ist auch noch einer. Aha. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Dank dir. Boah, ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen handeln oder so, ne? Ja, ehrlich, ich kann auch mit Munition handeln. Ja, ich verkaufe natürlich Holz zu einem sehr guten Preis. Kann ich den Preis nicht selbst einstellen? Ja, nein, weiß ich nicht genau. Leicht, ja. Hier Munition verkaufen wir auch. Und was verkaufen wir noch? Also Wir verkaufen noch ganz viel. Werkzeug können wir auch verkaufen. So, wer was haben möchte, mal herkommen. Konto verkauft Holz. Verkauft Munition. Verkauft Werkzeug. Ah, okay. Ja. Mach mal einen Kahn vorbei, wenn ich einen frei habe. Ja, immer hereinspaziert hier. Wunderbar. Ah ne, warte, das ist einkaufen. Ne, nicht einkaufen. Verkaufen möchte ich gerne wissen. So. Produktion ist schon wieder angehalten hier. Kaufst du auch irgendwas? Im Moment nicht. Aber ich sehe gerade jetzt kommen ganz schön viele Schiffe von Sokov. So viele Kriegsschiffe, so Kommandoschiffe. Ach, das sind alles Kommandoschiffe und ein U-Boot. Ja, ein Deep Sea Hunter. Eine Viper von da oben. Was macht denn deine ganze Flotte? Ach, die fahren jetzt aus dem Sektor raus. Die fahren jetzt weg. Den hin? Weg. Aha, und was passiert, wenn die. Hä? Wieso können ein die wichtiges Termingeschäft. Die fahren aus der Karte raus. Ah, nee, die stehen jetzt hier, die beiden Vipern. Eher diese. Die stehen jetzt über seiner Unterseeplattform rum und machen nichts. Ah, ich habe ja Rohöl. Ach Mensch, das kann ich doch erstmal. Das Lagerbuch, was soll ich mit Rohöl? Gar nicht. Doch, später kannst du es gebrauchen mit den Tags. Für Carbon und Kerosin. Hm. So, ich brauche noch eine Tonne Gemüse, bitte. Ganz schnell. Oh, ich habe jetzt auch genügend Smartphones endlich. Na, das ist ja so der Zeit. Yay, neue Gebäude stehen zum Bau zur Verfügung. Und ich kann Atomreaktoren bauen. Was? Das ist doch mal was Schönes. Nein, das finde ich aber gar nicht toll. Ich finde das aber toll. Oh, ich kann schon nirgends mehr eigentlich hier so ein vernünftiges... So ein 3D-Dings da. So ein, für die bessere Umweltbedingung kann ich nirgends mehr hinbauen. Ja. Weil schon überall Überlappung ist. Ach, hier kommen jetzt Hector-Schiffe, aber ich bin doch noch gar nicht mit dem. Was machen die schon, ne? Ach, der fährt rum, okay. Gut, das heißt, ich kann jetzt endlich auch Kriegsschiffe bauen. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Ah, die Ökobilanz hat sich verbessert. Sehr schön. Wunderschön. So, jetzt brauchen wir noch ein schönes Windrad. Dann sind wir noch mehr glücklich. 10 Tonnen. Na gut, das geht klar so weit. Das ist gut, oder? Ja, gut. Oh, du hast gehandelt mit mir. Oh, ja. Ja, ich habe mir mal ein bisschen Munition hier gekauft. Oh, und Simon Davy hat auch mit mir gehandelt. Oh, das ist, finde ich aber sehr nett.
Die handeln alle mit mir. Oh, sehr sympathisch. Da kriege ich jetzt endlich mal ein bisschen Geld rein. Verfolgt der die Zocker? Nee, der fährt einfach an Zockerschiffen vorbei jetzt. Das hier zählt nicht dafür, ne? Sind die überhaupt im Krieg? Nee. Er ist nur mit dir im Krieg. Ja, im Krieg ist übertrieben. Also wir gucken uns nicht miteinander so, wir gucken uns nicht an und das riecht dann auch. Krieg ist ein bisschen zu hartes Wort, ja, glaube ich. Was guckt denn hier rum? Achso, ja, nach Rodriguez. Oh, ach, die Gemüsefarm brauchen ja schon wieder so dermaßen viele. Oh, ich kann die Baupläne von SAAT in meiner Arsche aktivieren. Kosten 10.000. Von SAAT? Ja, das sind die Text dann. Wie? Du kannst ja schon Baupläne aktivieren? Ja, Zivilisationsstufe 3 oder 4? 3. Okay. Oh, jetzt mache ich ja richtig Geld hier. Das gibt's ja gar nicht. Die kaufen mir alle möglichen Sachen ab. So. Läuft. Ich werde jetzt hier. Ich baue jetzt meine ganzen Eisenvorkommen und alles ab und verkaufe alles. Dann passt das schon. Achso, hier wird ja auch abgebaut, glaube ich. Was baue ich hier ab? Eisenerz mal wieder. Auch mal wieder Eisenerz ab. So. Tycoon-Handelsschiff, Containerschiff. 16 Tonnen Stahl. Jetzt muss ich Stahl produzieren. So. Bin ich mal gespannt, wie lange mein Geld reicht. Dein Geld? Wie viel Geld hast du denn noch? Also ich habe jetzt wieder ganz gut was, aber ich muss jetzt auch wieder ein bisschen was zahlen, damit das hier alles funktioniert. Ich könnte ja auch mal ein bisschen was verkaufen. Oder am besten, ich verkaufe das irgendwo aktiv. So, ich kann noch eine Munitionsfabrik machen. Ach, hier kann ich ja Wein anbauen und Zuckerrüben und Gemüse. Och, das ist ja herrlich. Sollte ich das bald mal tun. Aber erstmal noch ein paar Wohnhäuser. Ich muss das immer schön. Da brauche ich ganz viele von. Dann. Also, nein, ich glaube, da müsste ich. Kommt das hin? Ja. Kommt das hin? Also, das passt. Ja, ich glaube, das müsste passen. Nicht, dass ich hier mich verbaue. So. Ah, verbaut. Bisschen anders leider. Das Holz ein wenig vergeigt. Das Haus falsch platziert. So. Okay. Wie viel Kohle haben wir denn? Also mit den Bauzellen, da hakt es bei mir immer. Da fehlt immer ein bisschen was. So, wie sieht's denn aus mit Essensversorgung? Ja gut. Oh, Diana Rodriguez hat mir Munition und Holz abgekauft. Das ist sehr sympathisch. Das ist nicht so sympathisch. So, ich brauche unbedingt noch eine weitere Gemüsefarm. Ich brauche ziemlich viel Gemüse. Eine Teeplantage mit 3. Achso, ja stimmt, Tee hat ja nur 3. So, okay. Und was ist das hier? Stahlwerk. Sehr wunderbar, dann passt das doch. Kann ich jetzt Stahl herstellen. Echt? Jo. Ist bei mir das Baumaterial. Bei dir ist das dann Glas, was dann dazu kommt. Spiel gespeichert. Ja, irgendwann mal ist gut. Ich glaube, das dauert echt noch ein bisschen. Bis es irgendwann kommt. So. Werkzeugern. Rufus Thorn hat auch was gekauft. Die kaufen sich alle hier ein bei mir. Also zum Beispiel. Bringt Geld. Ja, genau. Das ist gar nicht so schlecht. Ach nee, das war jetzt ein bisschen bekloppt, die Reißwelle hier automatisch anzuordnen. Das ist ein bisschen sehr bekloppt. Oh. Ich klicke immer das falsche Zeichen. Anscheinend liegt der Platz aber hier auch nicht besser. Ach, hier oben hast du zwei Eisenminen stehen.
die arbeiten nicht. Was? Die arbeiten nicht? Du brauchst Kohle. Verzeichne in Besitznahme einer Insel. Eine Kohlemine. Mit Dr. Tori Bartok hat mehr Insel. Oh, die Waren wurden wenn nicht abgeholt. Ups, ich habe keine Straße anscheinend. Oder wie sehe ich das? Komm her. Ja, Kohlemine wird irgendwie nichts abgeholt. Dann da oben. Ja, bei der einen hast du keine Straße. Ja. Aber es ist bei mir eine Eisenmine. Ach, da oben. Ach, da oben ist eine Kohlemine. Ja. So. Ja, da wurde nicht abgeholt, leider. So, und wir müssen die Folge beenden, denn die Zeit ist schon wieder rum. Schade, Menno. Würde eigentlich ja gerne. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Ja, ich muss einen Architekten finden, Range Beginning, aber das müssen wir beim nächsten Mal dann machen. Gut. Na gut, ja, ich denke mal, dann beenden wir die Folge wieder. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Genau, ich hoffe, bis dann. Hat gefallen. Tschüss, tschüss. Be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Yeah. Let's just do what we can do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, yeah. Just move with the groove. Let's no go. Funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we can do. Just vibe with it.